wie das da. Aber das ist nur das Vorspiel, der Vorgeschmack zu einem Rennen, wo hochgezüchtete Autos mit röhrenden Motoren über die Strecke von Le Mans gejagt werden. 24 Stunden lang. Wie in jedem Sommer, mit Ausnahme der Kriegszeit, seit 1923. Damals siegte André Lagache auf einem 3-Liter Chénard et Walker mit einem Stundendurchschnitt von 92 Kilometern. Aber 1981 lag Jackie X vorne mit 234 Kilometern Durchschnitt in der Stunde. Das ist ein Tempounterschied von fast 150 Kilometern. Nichts könnte besser die Entwicklung im Automobilbau verdeutlichen als dieser Vergleich, aber auch schärfer in Frage stellen. Wer noch dieses Rennen, und dazu gehören die Zerreißproben des Prototyp des Moleto, hier auf dem Kurs Paul Ricard in Südfrankreich. Dieses Rennen ist mathematisch genauer als früher, zusammengeronnen zu nur einer einzigen Gleichung mit zwei Größen, Mensch und Maschine. Da sind die Fahrer, diese hochbezahlten, motorisierten Fremdenmillionäre, Gladiatoren, Turnierritter. Aber ihre Rüstung ist nicht mehr der Harnisch, sondern das feuerfeste Trikot, ihr Visier, der Sturzhelm. Und ihre Waffe? 640 PS, der Wagen. In ihn sind sie eingeschweißt, im Schalensitz, an Pedalen, Lenkrad, Steuerknüppel. Und da ist der andere Posten im Kalkül, die Mechaniker. Kaum einer weiß, kaum einer ahnt, was es heißt, bis zum Umfallen zu schuften. Tagelang, nächtelang, Wochen. Ohne Ruhm, ohne Applaus, ohne dass Tausende auf den Tribünen Bravo schreiben. Das ist ein Kampf in und an den Boxen. Ein Kampf von Gegnern, die dann schwer angeschlagen sind, die improvisieren müssen, die sich den Teufel darum scheren, ob sie sich an einem heißen Zylinderkopf Brandwunden an den Händen holen. Aber ihr Wettlauf mit der Zeit hat lange schon vor den 24 Stunden von Le Mans begonnen. Und das heißt, Motoren ausbauen, auseinanderreißen, optimieren, einbauen, testen, testen, testen. Das heißt, das Chassis ändern oder das Monocoque, die Karosserie ohne Verkleidung. Bis zum Rennen und während des Rennens ist ihr Leben zu dieser Maschine. Sie selbst sind die Maschine. Diese Männer arbeiten jetzt verbissen an einem Auto, das aus neu entwickelten Teilen besteht. Es ist das Modell zu einem Rennsportwagen, der vor erst 9 Monaten, fast schon zu spät für Le Mans, auf dem Reißbrett entworfen wurde und das nun zum ersten Mal auf seine Funktionen geprüft und wenn nötig verändert wird. Alle großen Konkurrenten, wie zum Beispiel Rondeau, haben ein Gewaltchen Zeitvorsprung und es darf nun für die Deutschen keine Verzögerung mehr geben. Das hier hat nichts mit dem so umstrittenen Rennzirkus der Formel 1 zu tun. Dies sind 2 Sitze, geschlossene Stromlinien-Coupés, in denen Fahrer wie Derek Bell scharf überwacht von ihren Stallingenieuren darauf werden achten müssen, dass sie nicht zu viel Sprit verbrauchen. Denn diese Wagen sind einem Reglement der sogenannten Gruppe C, einer Energieformel, unterworfen, die den Konstrukteuren die Größe und Auslegung des Motors zwar freistellt, dem Treibstoffverbrauch aber, und das ist neu, enge Grenzen setzt. Der Wagentyp hat lediglich einen 100-Liter-Tank für herkömmliches Superbenzin und er darf in den 24 Stunden nur 25 Mal zum Auffüllen an die Box gefahren werden. Seit langem hat der Rennsport also wieder die Chance, das zu sein, was er über Jahrzehnte war, Schrittmacher der automobiltechnischen Entwicklung. Zurück wieder in Weissach bei Stuttgart. Die 50 Männer, Ingenieure und Mechaniker, die hier als Rennexperten in der Entwicklungsabteilung des schwäbischen Sportwagenherstellers arbeiten, haben nur noch 4 Wochen Zeit bis zum Start in Le Mans.
Sie müssen jetzt unter Hochdruck drei Rennwagen nach den Erkenntnissen von Ricard verändern, optimieren, zusammenbauen. Zwar hat sich der Prototyp auf der französischen Teststrecke gut gehalten, aber den alten Rennhasen ist das nicht geheuer. Es bleiben genügend Unbekannte in der Rechnung. Wie viel? Das weiß man in Le Mans dann spätestens nach 24 Stunden. Kunststoffabteilung, Anpassen der Bug- und Heckstücke aus kohlefaserverstärktem Kevlar und Epoxidharz. Fast alle Einzelteile, und es sind Tausende, sind hausgemacht, handgefertigt. Nichts ist aus der Serienproduktion. Dafür hat auch das Werk einige Millionen in das Projekt gebuttert, von den Entwicklungskosten einmal ganz zu schweigen. Aber da ist doch eine Trennwand drin. Die Flache soll doch gar nicht bis zu dem Fußraum der Lichtung hinkommen. Und das ist Projektleiter Norbert Singer, 43 Jahre alt, Diplom-Ingenieur. Seit 13 Jahren in der Rennabteilung des Werkes, herausgefordert von den Problemen, die sich hier stellen, wie etwa eine zu schwache Cockpitbelüftung. Singer und der Konstrukteur der Karosserien diskutieren es in ihrem behäbigen Schwäbisch und ahnen nicht, dass es ihnen in Le Mans ein paar handfeste Schwierigkeiten bescheren wird. Einmal hier eine Schottwand drücken. Wenn der es hinten auflegt, schneidet jedes Mal den Schnauch ab. Ein paar Tage später. Abstimmungsfahrten mit dem ersten, von einem Werksfahrer auf fast volle Leistung gesteuerten Le Mans waren. Aber etwas ist nicht in Ordnung. Bremsvibration. Die Aufhängung der Bremszange muss geändert werden, auch wenn das den Tag und die halbe Nacht kosten wird. Aber die Männer pfeifen jetzt auf die 40-Stunden-Woche, auf den Feierabend, auf ihre Hobbys. Sie verdienen, einmal von den Überstunden abgesehen, nicht mehr als ihre Kollegen am Fließband oder in den Büros des unteren Managements. Was sie hier vorwärts treibt, ist ihr Chorgeist und der Stolz, qualifizierte Fachleute zu sein. Das hier, sagen sie, ist aufregender, als in der Serienfertigung zu arbeiten. Hier geht es um Experimente, technische Neuerungen. Hier geht es um Höchstleistung, um Aktion. Kann ich sagen, man soll schön ins Kabel machen? Kabel besser machen. So, da steht. Kommst du, ob das da schaffen? Ja. Also mit dem Kupferling gibt's ja andere Autos. Die Bremszangenbefestigung muss in der Nacht noch verändert werden. Klaus Bischoff, 35 Jahre alt, Kraftfahrzeugmeister und Mitarbeiter des Projektleiters Singers, gibt Anweisungen für die Präzisionsarbeit an einem lächerlich kleinen Stehbolzen, der jetzt alle Termine gefährdet. Es muss genau sein und schnell sein. Ich brauche die Dinger morgen früh, gell? Das vor Le Mans gibt es keine Freizeit, bist du ja bekloppt, gell? Das muss fertig werden, gell? Ganz exakt. Funktionstest am nächsten Tag bis weit über die Mittagspause. So, dann kein Rubbeln und Bremse fast genau wie vorher. Vielleicht eine Idee ist Pedal tiefer und ein bisschen weicher. Vielleicht ist irgendwo noch wegen Luft drin. Das heißt aber, es wäre so, wie wir es heute früh so hatten. Wie wir gehabt haben mit der Vertrags. Der beste Zustand. Ja. 15.30 Uhr. Valentin Schäfer, 52 Jahre alt, Motorentechniker, seit 1957 im Rennbetrieb, und Norbert Singer haben ein neues Problem. In den heißen, abgeschalteten Motor fließt Öl. Wir müssen wahrscheinlich unsere ganzen Inhalts wechseln. Ach, oder ändern. Es gibt noch die jetzt Möglichkeit, haben wir morgen Feiertag, dass wir vielleicht das wird recht. Irgendwas. Aber normal am besten wäre, wenn wir den Tank ändern können, dass wir so vorgehen, ja, dass wir mal, wenn das jetzt der Tank ist. Jetzt gehen wir ja da unten mit dem Saugschlauch weg, ne? Und oben geht der Rücklaufschlauch rein. Wir sollten den Saugschlauch da oben reinlegen und sollten ihn praktisch hier rüberfahren über den Spiegel hinweg. Und somit müsste ja zwangsläufig, wenn das Gefälle etwas absinkt, müsste sich Luft reinbringen und das müsste normal leer sein. Da bleibt das Öl im Tank und würde nicht in den Motor reingehen. Spätabends Motorenprüfstand. Der Sechszylinder-Boxer mit Turboladung zum dutzendsten Male im Test. In Ricard hat er zu viel Treibstoff geschluckt
Über 100 Kilometer und bei hoher Leistung aber darf er nicht mehr als 50 Liter verbrauchen, wenn die Wagen mit maximal 25 Tankstopps auskommen wollen. Valentin Schäfer, zäh wie ein Welchsterrier, hat nur noch ein paar Tage Zeit. Aber er wird diese Maschine zwingen, das zu tun, was er vorschreibt. 4,65, 4,45. Hoch also auf 8400 Touren. Wenn Singer an diesem Abend glaubt, sich seinem Hobby oder gar Frau und Kind widmen zu können, dann hat er die Rechnung ohne seinen Mitarbeiter Klaus Bischoff gemacht. Moment. Ja, Augenblick. Okay. Der Bischoff hat angerufen. Warum? Du sollst in die Firma kommen. Sofort. Warum? Hat er was gesagt? Hat er nicht gesagt. Oh je. Aber gleich. Wahrscheinlich was Größeres, ne? Das könnte sein. Ach. Bist noch gar nicht fertig? Nee. Okay, ich komm. Es gibt nachts nicht viel zu sagen. Mit seiner Mannschaft passt Klaus Ziegler Karosserieteile und Karosserieersatzteile an. Aber wenn sie schon reden, dann von Abtriebsverteilung, von Leichtmetall-Festbremssätteln, von Motorenverlustwärme und das ist ja nun Gottlob für jeden Analphabeten verständlich. Sie reden vom neuen Türschloss und können nicht ahnen, dass genau das in Le Mans und genau an diesem Wagen ihre ganze Schufterei möglicherweise für die Katz sein lässt. Reifenprüfstand. Es geht jetzt um die Prüfung von Sicherheitsbolzen an den Rennrädern, die verhindern sollen, dass ein platt gewordener Reifen von den Felgen springt. Es geht darum, Fahrer und Fahrzeug zu schützen. Norbert Singer steigert den Versuch auf Höchstgeschwindigkeit. Damit der Reifen nicht von der Felge springt, wird er gestoppt. Aber die Bolzen funktionieren. Wie wichtig diese Versuche sind, wird sich in Le Mans zeigen, wenn bei vollem Tempo ein Eisenstück dem Wagen 2 hinten die Luft aus dem rechten Reifen reißt. Herr Bart, hören Sie schön? Ja. Ideal wäre für uns, wenn man die Abnahme von Dienstag auf Mittwoch verschieben könnte. Es ist das Wochenende vor dem Rennen und Sie sind im Verzug. Denn alle Konkurrenten sind schon auf der Anreise nach Le Mans. Sie aber haben hier noch die letzten Abstimmungstests mit den Fahrern Bell und X durchzuführen, also Änderung des Zeitplans, Firmenchef und Rennleitung beraten. Dienstag früh aber. Und das bedeutet für Jürgen Barth, Organisator und Reservefahrer seines Stalles, hunderte von Telefongesprächen, Fernschreiben, Telegramm. Während Valentin Schäfer eine knappe Stunde Zeit hat, um sich für die nächsten Tage fit zu machen, bucht Jürgen Barth 80 Hotelplätze um, disponiert die Transportkolonne von Neuem, informiert die Abnahmekommission für die Wagen in Le Mans. Okay. Kleinen Augenblick bitte, Herr Simon. Hallo? Nichts anderes als Le Mans hat nun Priorität und Schäfers Clubfreunde werden an ihrem zweitbesten Turnierspieler bis zum Winter keine rechte Freude mehr haben. Das geht alles in Ordnung. Aber Sie müssen daran denken, dass Sie die Zimmer selber bezahlen müssen, gell? Okay, wieder. Ja, und der Sonntag drauf? Sonntag ist immer. Oh, und dann? Anschließend Bad in den USA. Dann können wir mit dir überhaupt nicht mehr rechnen. Also in den Sommertagen nicht mehr. Im Winter dann wieder. Im Winter gehen wir dann durch die Skifahren. Dann wieder, jawohl. Montag, zwei Tage vor dem ersten Training. Sie wissen, dass die Konkurrenz besser im Terminplan liegt, dass sie in Le Mans schon ihre Werkstattzelte und Wohnwagen im Fahrerlager eingerichtet,
ihre Rennautos für die offizielle Abnahme vorbereitet hat, dass die anderen Ställe ihre ersten Empfänge und Pressekonferenzen geben. Indessen lässt Norbert Singer hier in Weissach die letzten Funktionstests fahren. Zusammen mit Derek Bell, bis jetzt zweimal der Le Mans-Sieger, und Jackie X, der fünfmal gewann. It's no problem, really. Amazing. Not even a detail. Nothing. Es nieselt und sie hoffen, dass auch im Rennen ab und zu der Regen kommt. Alle werden dann langsamer fahren müssen und das heißt Spritersparnis. Den Deutschen muss das willkommen sein, denn noch immer liegen bei Hochtouren ihre Maschinen kritisch knapp unter dem vorgeschriebenen Verbrauchslimit. In der Dämmerung des ersten Trainingstages schießt Harald Groß am Ende der langen Geraden in die schlecht verankerte Leitplanke. Wie durch ein Wunder kommt der Fahrer mit dem Schock davon. Dennoch erinnert der Unfall bitter an die Katastrophe von 1955, als der Mercedes von Pierre Lévesque in die vollbesetzte Tribüne flog und 88 Menschen starb. Aber wer denkt schon im Training und im Rennen an Unfall oder Tod? In der Boxenstraße ist Hochbetrieb. Die Deutschen sind gestern in letzter Minute angekommen. Ihre Wagen wurden kontrolliert und freigegeben. Das Lager, die Werkstatt ist aufgebaut. Unter Wagen 1 mit X Bell am Steuer fahren die beste Trainingszeit. Knapp dahinter Jochen Maas und der Australier Schuppan auf dem Wagen 2. Kurz vor Beendigung des Trainings um 22.35 Uhr reist auf der bis heute Nachmittag noch für den normalen Verkehr freigegebenen Geraden ein Eisenteil den rechten Reifen am Wagen 2 auf. Die Sicherheitsbolzen halten ihn bei Tempo 360 an der Felge. Schuppan bekommt das Fahrzeug unter Kontrolle, doch die Heckverkleidung ist aufgerissen. Schlimmer, der Reifen hat die Aufhängung des Fahrgestells und die Kühlwasserleitung am Motor zerschlagen. Ja, was sind wir denn geändert, kunststoffmäßig? Der Wagen Nummer 2 ist manövrierunfähig. Singer entschließt sich zusammen mit seiner Mannschaft, nicht den Prototyp von Ricard im Rennen einzusetzen, sondern das angeschlagene Auto zu reparieren. Das sind morgen früh gleich weitermachen. Fünf Mechaniker werden freiwillig die Nacht durcharbeiten, um ihren kranken Schlitten bis zum zweiten Training wieder hinzukriegen. Kein guter Anfang. Sie sind niedergeschlagen und sie sind müde. Aber jetzt schauen wir das Auto. Am zweiten Trainingstag hat Jürgen Barth Ärger mit dem größten Sponsor. Die werbewirksam bedruckte Montur für die Mechaniker ist zum Teil im Zoll hängen geblieben. Schließlich hat man 2 Millionen Mark für die Saison hingeblättert und Jürgen Barth soll gefälligst dafür sorgen, dass der Dress zum Rennen rechtzeitig da ist. Um die Stimmung wenigstens der anderen Geldgeber nicht ganz absacken zu lassen, nehmen die Rennfahrerfrauen Firmenembleme auf die feuerfesten Anzüge ihrer Männer. Obwohl ohne die Reklame solche Veranstaltungen gar nicht mehr zu finanzieren wären, fragt sich der unschuldige Besucher, wer hier eigentlich das Rennen macht, Stall oder Sponsor. Inzwischen haben rund 100.000 Rennfans die Campingplätze rund um die Strecke besetzt. Frankreich soupiert. Und Britannien bleibt stilvoll auch hier. Die totale Verbrüderung der Deutschen aber mit dem Rest der Welt steht erst in der Nacht des Rennens an, bei Beefeater, Bier und Burgunder. In der Box der Deutschen wird als Führungshilfe der Rennleitung zum ersten Mal ein Computer eingesetzt. In ihnen werden vom Start an die Zeiten der wichtigsten Konkurrenten und der eigenen Wagen eingegeben.
Er wird dann die runden Zahlen ausdrucken, die Positionen, Öl- und Benzinverbrauch, Zeiten des Tankstopps. Daten, die ihre Taktik bestimmen. Die Auskunft darüber geben, ob die Fahrer zurückfallen sollen, um Kraftstoff zu sparen, also Positionen aufgeben müssen, dafür aber mit dem letzten Tropfen Benzin sich an die Boxen schummeln kann. Und dann haben sie wieder ein Wetter, das sie sich auch zum Rennen wünschen. Zum ersten Mal seit Tagen gönnt sich das Team eine Pause. Bis jetzt ging bis auf die eine Panne alles glatt. Wagen 1 und 2 haben die ersten Startpositionen für das Rennen gehalten. An dritter Stelle steht Wolek Martin auf Porsche 936C, dann Stommelen Fabi auf Lancia, dann Ludwig Sura Winkelhock auf Ford C100 und so weiter und so weiter. Morgen ist Fahrerbesprechung und endlich ein Ruhetag. Sie brauchen ein wenig Schlaf, denn von Sonnabend 8 Uhr früh an werden sie 42 Stunden auf den Beinen sein. Samstagnachmittag, kurz vor Beginn des 24-Stunden-Marathons. In knapp anderthalb Stunden werden 55 Rennwagen in fliegendem Start abziehen, davon allein 29 der neuen Gruppe C, mehr als die Hälfte des Feldes. Und vielleicht wird sich zeigen, wie in Zukunft Läufe zu Langstrecken-Weltmeisterschaften aussehen können. Gruppe C also, das heißt Autos, teuer wie ein Einfamilienhaus, flach wie die Flundern, schnell und dabei energiesparend, optisch eine Augenweide. Sie werden so behutsam behandelt wie rohe Eier und denjenigen Fahrer soll der Teufel holen, der sie im Rennen schindet und nicht streichelt. Bei vollem Rohr, versteht sich. Le Mans, 250.000 Besucher. Es ist zum 50. Mal ein Tummelplatz des Machismo, des Männlichkeitskultes und jede scharfe Kurve eine erogene Zone. Der smarte Sponsor eines italienischen Stalles, der für teures Geld die Crazy Horse Girls aus Paris hat einfliegen lassen, wusste, was er tat. Die Aufwärmrunde hat begonnen, die Fieberkurve steigt. Das Rennen für die Meute für 20.000 PS ist freigegeben. Start. Hinter der längsten Geraden der Welt auf halber Strecke. Die Rennleitung informiert durch Signale ihre Fahrer über Rundenzeiten, Positionen, Wetterlage, Rückstand. Vorbereitung zum Boxenstopp. Getankt wird etwa nach jeder Stunde, Wechsel der Fahrer rund alle zwei Stunden. Auf Wagen 1 des schwäbischen Stalles Jackie X, Belgien und Derek Bell, England. Wagen 2, Jochen Maas und der Australier Wenschuppan. Wagen 3, die Amerikaner Haywood und Hulbert. Während des Rennens verantwortlich für den Wagen 1 Norbert Singer, für Wagen 3 Klaus Bischoff, für Wagen 2 Valentin Schäfer. Sie alle drei werden nun 24 Stunden lang ohne Pause an ihren Boxen die Taktik des Rennens bestimmen und obwohl über eine Sprechanlage miteinander verstöpselt, ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen. Die 18. Runde. Wagen 1 beim zweiten Auftanken an der Box. Aus Sicherheitsgründen Tankzeit für die 100 Liter Benzin 2 Minuten.
Das reicht für Reifenwechsel, Scheibenputzen, Überprüfen des Wagens, Fahrertausch. Jede Sekunde darüber hinaus bedeutet Positionsverlust. Das Reglement in Le Mans schreibt vor, immer nur 4 Mechaniker dürfen am Wagen arbeiten. Das heißt, Boxenchoreografie streng überwacht von den eingeteilten Kommissaren. Jetzt haben die Deutschen kaum Probleme. Gut, Jackie X kam mit fast leergesaugtem Tank ein paar Runden zu früh an die Box. Aber Singer wird den Verbrauch während der Nacht schon noch zügeln. Ein Ford C100 führt das Feld. Dahinter aber schon Hulbert auf Wagen 3 und danach Bell auf Wagen 1. Und sanft musst du kuppeln, weichschalten, subtil das Gaspedal bedienen, Kraftstoff sparen und schmusen. Mit der Maschine schmusen. Jedes Teil muss eine Nacht und einen Tag halten. 13,5 ungemütliche Kilometer liegen in dieser Runde vor dir. Vierter Gang, Tempo steigern und schon runterschalten. Die Kurve von Tête Rouge. Der Wagen federt aus. Und dann das längste Vollgasstück des internationalen Motorsports. Die Gerade von Hunandière. Fünfter Gang. Ein Vorgang von ungeheurer Majestät, 360 Spitze. Der Wagen wird nervös. Jeder Windstoß macht ihn unruhig. Die Straße wird enger. Es ist, als ob du auf einer Pistolenkugel durch einen Tunnel schießt. Jetzt zart korrigieren oder du hängst wie ein Christbaumschmuck im Wald. Im Cockpit ist es heiß. Dein Overall ist so nass wie ein Abwaschtuch. Am Ende des Rennens wirst du gut 6 Kilo Flüssigkeit verloren haben. Überholen ist nicht reglementiert, rechts oder links. Wo der Vordermann dir Platz lässt, eine Existenzfrage. Du läufst mit einem Tempounterschied von 100 Kilometern auf, der vor dir wirkt wie in einer Kurzparkzone. Deine Augen fangen an zu brennen. Bald kommen die Schikanen vor der Tribüne und du hast noch 2 Stunden, nein, 20 hast du vor dir. Für das Boxenteam sind diese Renncracks nichts anderes als ein integrierter Bestandteil ihrer Maschinen, die verdammt nochmal zu funktionieren haben. Ihr Vorteil allerdings, sie können sprechen, Hinweise geben, wo es hapert oder nicht. Aber alles bei den Deutschen läuft bis in den Abend glatt wie Schmieröl. Der Dreier mit Heywood Hulbert am Steuer liegt vorn, danach X-Bell. Dann einer von den 5 Rondos, dann Jochen Maas und Schuppan. Alle Ford C100 sind draußen. Stuck mit Sauber ist draußen. Die Schlacht hat ihre ersten Opfer. Tankstopp, Routine, das Teamballett. Ja, ja, klar, aber trotzdem ist scheiße. Da soll er seinen Bock richtig nachstellen. Fort müssen eigentlich gleich kommen. Aber um Mitternacht will Heywood nach dem Fahrerwechsel seine rechte Tür überprüfen. Der Fahrtwind reißt sie aus den Angeln. Vorzeitig an die Box. Oh, Adira! Adira! Kunststopper! Oh, Adira! Die Ersatztür klemmt. Sie versuchen, die Tür des Reservewagens einzupassen. Der Wagen fällt auf die 7. Position zurück. Meine ist der 6er jetzt vorm 7er noch. Da ist der 6er jetzt noch vorm 7er. Tiere? Ein Tiere brauchen wir. 5er.
Ruhig bleiben, sagt sich Zieler, macht den Burschen da im Cockpit nicht verrückt. Aber er kocht vor Wut für seine Mannschaft, die jetzt improvisieren muss, die jetzt um jede Sekunde kämpft. Macht schon ab! Für die Fans aber verliert das nächtliche Turnier jetzt deutlich an Interesse. Le Mans, das heißt auch Pizzabuden, heißt Bierzelte, heißt Riesenrunde. In der 10. Stunde meldet Haywood, der die Spezialverpflegung des Teamarztes stur verweigerte, über Funk eine Konditionsschwäche, fährt seine Runden bis zum Fahrerwechsel nur mühsam zu Ende und bricht zusammen. Während Valentin Schäfer die Nummer 2 einwinkt, während Wagen 1 jetzt das Feld führt, das nur noch 32 intakte Fahrzeuge zählt, diagnostiziert der Arzt eine schwere Kreislaufstörung bei dem Amerikaner und nimmt ihn aus dem Rennen. Hulbert wird 2 Stunden fahren, dann übernimmt der Reservefahrer den Wagen 3. Es ist Jürgen Barth, Ersatzmann in Le Mans, der sich zwar in ein paar Trainingsrunden qualifizierte, der bis jetzt aber die ganze Organisation am Halse hatte, der physisch nicht vorbereitet ist. Aber nun wird er zeigen, was in ihm steckt, wird ausbügeln, was verpatzt wurde. Mach's gut, sagen die Mechaniker, halt die Ohren steif denken, wenn der bloß nicht jede Kante anfährt, und drücken die ölverschmierten Daumen. Informationen an die Ablösung. Geräusche am linken Hinterrad. Pass auf. Der Schalensitz ist den schmaleren Amerikanern angepasst. Er drückt, martert den Rücken. Da ist doch eine da. Französin Simone kennt den Ehrgeiz ihres Lebensgefährten. Sie hat Angst. Die 11. Stunde bricht an und die Mechaniker haben endlich Zeit, ein paar Bissen hinunterzuschlingen. Über den Boxen, aber in den Clubräumen der Geldgeber gibt es für handverlesene Gäste Champagner in beachtlichen Mengen. Man steht. Einmal, weil sonst nicht genug Platz wäre in der Enge, zum anderen, weil die eingeführte Flüssigkeit so schneller an das Ende ihres Kreislaufs gerät. Ça fait 3 ans que je porte une chemise raccommodée. Nach einigen Runden kommt Jürgen Barth überraschend an die Box und meldet Reifenschaden hinten links. Sie wechseln ab. Und nun ist er schon wieder da und das Boxenteam bereitet vorsichtshalber den Wechsel für alle 4 Reifen vor. Und weil niemand sich um den Ersatzfahrer kümmern kann, gibt ihm die Freundin zu trinken. Zur gleichen Zeit stoppt planmäßig der Wagen 1 zum Tanken und zum Reifenwechsel. Aber das hier drüben ist kein Reifenschaden. Das ist ein viel schwerwiegender Fall an Bischofs Box. Radlagerdefekt. Der komplette Radträger muss gewechselt werden. Und das heißt, kaum noch eine Chance für den Ehrgeiz von Bischof und von Barth.
Und nun schrauben sie, bis die Finger wund sind. Nur vier Mann, keine Zusatzlampen. Und die Boxenkommissare lassen nichts durchgehen. Bei den Deutschen ganz offensichtlich strikter als bei der französischen Konkurrenz. Gib mal eine Lampe. Nach 25 Minuten der neue Radträger. Der Juniorchef der Firma und die Boxenregisseure stehen unter Hochspannung. Endlich. Nach 40 Minuten geht der Wagen wieder ins Rennen. 18 Runden im Rückstand, abgefallen auf die 9. Position. Es ist zum Heulen, wenn der Junge bloß nicht mit vollem Rohr jetzt jede Kante rasiert. Da die viel zu scharfe Pizza am Abend sagenhaften Durst produzierte, kommt man in den Bierzelten jetzt so richtig in Schwung. Und als Deutscher enttarnt zu werden, ist längst nicht mehr so delikat wie früher. Prost also. Bis zum Zieleinlauf wird man ja Zeit haben, um seine Alkohollähmung abzuschütteln. Die 12. Stunde, Rennleitung. Von den 55 Wagen, die auf den Kurs gingen, kämpfen nur noch 25 um den Sieg. Piloten und Mechaniker hassen diesen Teil des Rennens. Der Kopf dröhnt, die Knochen schmerzen, sie sind ausgelaugt. Aber diese dreimal verwünschte Nacht, sie will nicht enden. Wagen 2 und 1 liegen unangefochten vor. Nur noch 20 Konkurrenten sind auf dem Kurs und Jürgen Barth auf Wagen 3 holt auf. Die Signalbox in Mülsan soll ihm das anzeigen. Herr Schmierer, geben Sie mal der Nummer 3 6 Runden hinter Nummer 4 Oleg. In der 320. Runde, anderthalb Stunden vor Schluss des Rennens, aber bleibt der US Porsche von Wolek Martin auf der Strecke mit streikenden Zylinderköpfen stehen. Aus. Die Schwaben haben keine Konkurrenten mehr. Wenn ihre Maschinen durchhalten, bleibt dem Gegner nur noch das Staunen. Fahrerwechsel. Für die 100.000 auf der Tribüne und im Fahrerlager ist das Ganze so gut wie gelaufen. Man hat Zeit, den immensen Kater abzubummeln, werbeträchtige T-Shirts und Mützen einzukaufen. Unfälle sind ohnehin nicht mehr zu erwarten. Die letzten Tankstopps. Die Stallregie lässt Verhalten erfahren. Alle Besserwisser, die prophezeiten, dass die Schwaben öfter als 25 Mal zum Nachfüllen an die Boxen müssen, werden Unrecht behalten. Le Mans also. Die Eigendynamik dieser Nacht und dieses Tages ist stark genug, um bis 16 Uhr die Bereitschaft aufzubauen, die Sieger voller Inbrunst zu feiern.
Gruppensieger, die nun völlig unheroisch sich ihre überdrehten Tourenzahlen heruntermassieren lassen, die am Nachmittag an der Ziellinie 4.899 Kilometer bis zur Erschöpfung abgefahren haben oder genauer noch 348 Meter dazu. Wenn X, Maas, Bart die Wagen heil über die letzten Runden bringen, sind noch einige Rennen in der Saison gebucht und ausreichende Punkte vielleicht auch für die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Aber das ist es nicht, was diese Männer reizt, die sich zum 30. Male für ihren Stall an den Boxen bis zum Umfallen abrackern. Sie glauben besessen von ihrem Handwerk, dass diese mörderische Zerreißprobe ihnen eine aktuelle technische Aufgabe abverlangte. Die letzte Runde. Quelle victoire, brüllt der Streckenkommissar. Was für ein Sieg, und Sie können es kaum fassen. Kontrollzone, wollen dorthin, wo die Schlussabnahme der Wagen stattfindet. Sie wollen zu ihren geschundenen Maschinen. Sie werden so schnell wie möglich zusammenpacken und pfeifen auf die Champagnerdusche der gefeierten Gladiatoren auf der Siegertribüne. Aber schon jetzt, eingekeilt in die Menge, packt sie das Fieber von neuem. Sie können es nicht erwarten, dass die Tribünen sich wieder bis zum Bersten füllen, dass das Motorengedröhn der Aufwärmrunde sich wieder nähert und ihre Maschinen der Starterflagge sich entgegenbrüllen.